So, und wieder zurück zu einer weiteren Baufolge mit Sherrock. Hi. Hallo Sherrock. Hi Bumble. Ich habe da gerade noch einen anderen Tunnel entdeckt. Du hast auch noch einen Tunnel entdeckt? Ja, ihn gerade beim Herumlaufen. Zwischen den Folgen. Beim Herumlaufen. Ja, ja. Aber da kann ich leider noch gar nichts machen. Da ist noch der Schild ein bisschen drin. So, pass mal auf. Ich mache mal hier diesen. Ich gucke gleich mal zu dir rüber, weil Sherrock hat auch irgendwas da Schönes gebaut. Ja, also ich hoffe, dass es hier. Na, ich gucke mir gleich mal kurz an. Oh, ich habe mir, glaube ich, selber eine Falle gerade gebaut. Das ist gut. Das ist nämlich das Einzige, was ich denke, wo man was ja, Effektives noch bauen könnte, weil man hat einen anderen Platz, ist nicht möglich. Okay, also ich werde das nur mal ganz kurz hier aufwerten, kurz ein paar Pfeilen ranhauen. Das ist ja jetzt hier nicht die Hauptverteidigung. Unmöglich. Das ist nur, falls wir wirklich da durch diesen Tunnel laufen sollten, der auf einmal da war, den ich so entdeckt habe. Mhm. Muss nur mal ganz kurz aufwerten. So, warte mal. Kommen wir mal provisorisch ein paar Pfeilen rein. Dass, falls sie hier wirklich langlaufen sollten, dass sie dann einen auf den Deckel kriegen, die Kollegen. Da müsste sich nämlich erst das Sturmschild erweitern. Dann könnte man das eventuell noch weiterbauen. So, hoch jetzt hier. Und hier können wir erweitern. Das ist auch Provisorium erstmal. Ich weiß, das wird nicht lange halten, aber auf jeden Fall für die erste. Diese Kometen, ja, die machen mich auch irgendwie schwach. Da habe ich die ganze Zeit Angst, dass die ganze Hütte einbricht. so, dann wollen wir mal ein bisschen weiter basteln. Warte mal, ich werde hier mal eine Sprungfläche hinbauen. Ich werde mal mehr mit Sprungflächen versuchen zu arbeiten. Oh, tut mir leid, ja, mach das. Nicht. So, jetzt ist die Frage. Der Fragen? Der Fragen. Jetzt habe ich nämlich natürlich ein bisschen ins Aus. Warte mal, ich kann ja auch von hier. Ich mach das mal so und ich glaube, hier darf ich. Hier muss ich eh gerade Wände hochziehen, leider. Mach ich mal so. Haue hier. Warte mal, wie mache ich denn das? Ich mach mal so. Ich tu mal so. Tut das Not. So, und jetzt werde ich hier raus eine. Baue ich hier raus eine Pyramide oder. Doch, mach ich. Mach ich. Zack. Damit es alle sehen, zum selber nachbauen. Warte mal, wie mache ich denn das hier? Hier werden sie ja eh nicht mehr langlaufen, also theoretisch. Das heißt, hier könnte man auch eine gerade Wand reinziehen mittlerweile. So. Dann mache ich das so. Nein! Kurz abändern. Das wollte ich so nicht haben. So. Jetzt müsste ich aber erstmal, glaube ich, sagen, ich müsste ja mal hier aufwerten, sonst komme ich hier wahrscheinlich nie wieder später ran. So, zack, 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 zack. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ah ja. So, dann gucken wir gleich mal nach Sherrocke, was er da so Schönes gebaut hat. Gleich. Ich will jetzt nur noch aufwerten und, quasi eine ähnliche Hexenabwehrstation bauen wieder. Ich will nur noch den inneren Kreis hier aufwerten. Zack, ich glaube, jetzt habe ich alles getroffen. Quatsch. Genau so wollte ich das haben. Dann müssen wir mal ein bisschen umstrukturieren. Und zwar, warte mal. Bin ich jetzt. Genau, so wollen wir das haben. So. Bin ich gerade ein wenig durcheinander gekommen. So. Hier machen wir einen Deckel drauf und hier könnten wir. Nee, hier bauen. Pass auf, hier machen wir noch was ganz Extravagantes. So hätte ich es ungefähr so gedacht. Könnte man nicht beim Bearbeiten das irgendwie wieder zurücksetzen? Ah, okay. So ging das. Genau. So, aufwerten. Boah, tut mir leid. Oh, da geht wieder Metall drauf. Aber naja, gut. So ist das mit dem Licht. Unmöglich. Nein, ich bin runtergefallen. Ich hoffe, ich komme da wieder hoch. Nö. Warte mal, doch. So müsste eigentlich klappen. Ah ja, klappt. Na
So, woanders brauchen wir ja gar nicht bei, weil das bringt keine Wunde hier. Das ist der Punkt, wo ich... Nein. Der Punkt? Wo der Meteorit mich letztens geärgert hatte bei mir. So. Wo das mal ganz kurz erwähnt hatte und er hätte es angeblich gesagt, ne, also... Ja. Hatte ich das nicht? Nein, so eine Erwähnung ist also... Ja, leicht zu stellen, wie hätte man mir gesagt, dass dort Meteoriten runterkommen. So. Naja. Ich wollte erstmal dir einen Kommentar. Naja, also kannst du noch machen? Kannst du machen? Nein, du weißt genau. Was weiß ich denn genau? Es ist immer so. Ich nehm's alles. Du musst dich beruhigen. Ich bin immer ruhig. Nee. Leider nicht. Scheiße, hier kann ich was nicht aufwerten. Hier habe ich einen Dynamo. Wenn, dann bist du schuld. Achso, naja, nö, ich bin ja eh immer schuld, also. So, weil du mich immer ärgerst. Ist gar nicht wahr, die Leute denken bestimmt schon was Falsches von mir. Das denken die genau richtig? Nein. Dass du mich immer ärgerst. Wie komme ich denn da jetzt hin eigentlich? Ah, so kommt man da hin. Ich bin nämlich eigentlich sein Kryptonit. Ja, bist du. Was ist das denn schon wieder von der Kackhöhle hier? Was denn, wo denn? Eine Kackhöhle? Nein, ist keine Kackhöhle. Du hast jetzt die Möglichkeit, von dieser Seite hier reinzukommen sogar. Ah, guck das mal an hier. Was denn? Schick. Was denn? Ich bin gerade Höhlenforscher. Achso, bist du in der leicht eingebauten Höhle gerade drin? Naja, so ungefähr, ja. Also ist nicht schlecht. Man müsste bis gucken, wo sie herkommen, ne? Ja, gut, das weiß ich. Lässt sich dann was draus machen hier, weil. Ja, da kann man definitiv was machen. So, warte mal, die Seite ist safe. Und theoretisch könnte ich hier noch ein paar Wandpfeile ranklatschen. Ich verstehe. So. Wo ist denn der Lümmel? Ach, ich bin hier oben. Klucker mit seiner komischen Klucker-Base, oder? Ja. So. Da könnten sie hochkommen, hier könnten sie hochkommen. So, mehr mache ich hier gar nicht. Doch, warte, hier noch zwei Wandpfeile, da bin ich hier fertig. Auf der Seite. Naja, da hättest du hier vorne noch was machen können. Und wo denn? Hier vorne, ist doch egal. Meinst du? Naja, gut, ja, ist egal. Weiß ich nicht, das wäre wahrscheinlich. Man könnte ja, maximal die beide hier machen. Man müsste gucken, wo dann die nächsten. Aber der eine wird dort hinten sein. Hier könnte man theoretisch noch ein bisschen was machen. Wo dann die nächsten Generator sind, aber die wären dann, denke ich, bei B. Geradeaus ist der nächste, wie es aussieht. Ich bin hier an Überlegen, ob ich hier Wandkatapulte mache und die wieder runter zu kicken, falls sie hier hochkommen sollten. So, weißt du? Ich hab den Weg noch gar nicht so erkannt, also er kann. Hier ist einfach nur zugebaut, da werden sie einfach gegenlaufen und das kaputt machen, das steht eh fest. Genau, ich denke mal, dort werden sie wahrscheinlich lang, also das könnte wahrscheinlich ein Sprungpunkt sein. Genau. Ich denke ich auch. Gehe ich ganz stark von aus. So, dann könnten wir hier oben noch ein paar fette Fallen hinbauen. Zack. So, ich denke mal, weiter werden die eh nicht laufen oder wir müssen die eh schon von vornherein aufhalten. Da würde ich gar nichts machen, hier würde ich nichts machen. Ja, Sharok, dein Panzer ist jetzt nur ein kleines bisschen eingebaut, ne? Der macht jetzt nicht mehr so viel Sinn. Naja, das ist ja kein Panzer. Mensch, der hätte größer sein müssen, dann hätte man noch ein kleines Hübschen aufsetzen müssen. Dann hätte zwei Panzer gegangen. Das ist doch bloß wie hier zwei Schrägen und hast ja nicht gesehen. Hätte noch so. Zwei Felder größer sein müssen. Kann man hier eigentlich direkt hochjumpen? Mal als Abkürzung? Nee, das ist glaube ich zu groß. Ich glaube auch, oder? Ja. Ja, dann müsstest du noch einen Zwischenboden machen. Ist ja kein Problem. Warte mal, ich mache das so. Und dann müsstest du weiter versetzt dann oder so, oder keine Ahnung. So? Ja, ich will das jetzt bearbeiten. Ah, warte mal, das geht auch noch nicht. Okay, alles klar. Da irgendwie. Ich werde, pass auf. Oh, tut mir leid, ich kann nicht. Ich glaube, das war eins schon zu hoch. Ja, diese. Ja, ich glaube auch. Das ist eins zu hoch schon. Also der zweite ist effektiver, wenn ich so hopp, einen Doppelbunny mache. Quatsch, was mache ich denn hier gerade? So. Also als Ninja schaffst du es. Ja. Als Ninja schaffst du es, aber sonst nicht. Also das ist komischerweise.
Ja, das da oben muss jetzt weg. Das nervt mich gerade. Naja, bevor der da Fatsch hat, irgendwas Gescheites draus gemacht hat. Nein, warte. Ich krieg das hin. Ich muss da nur da hochkommen. Ja. Unmöglich. Ich bin nicht für 10 Mal hier oben. Na, du Lump. Ah. Soll ich es kaputt machen hier oben? Ja, machen wir kaputt. Machen wir weg die Kacke. Oh, es klaut mein ganzes Metall schon wieder. Warum sind es hier, weißt du? Das gibt doch nicht mal hier. Oh, so ein Papier. Da wird knapp. Okay. Kann man jetzt überhaupt hier noch. Nee, hier kann man auch, glaube ich, nichts mehr draufbauen, ne? Ja, du hättest das hier ein bisschen versetzt machen müssen. Ja, dort. Machen wir. Und hier dann den nächsten Sprung. So, ich mach das mal hier ganz kurz weg. So. Und dann hier den nächsten Sprung. So. So, tipp. Und der zweite geht automatisch höher. Naja, klar, du springst ja immer 2 Felder. So. Ja, wenn du so ein Bim-Bim. Aber na gut, das muss geübt werden. Was Bim-Bim? So, na gut, dann hast du deine Schnelligkeit hier hochzukommen. Mehr oder weniger. So, dann kannst du dir mein Gebilde dann vollenden. So, jetzt guck ich mir dein Gebilde an, was du da Schönes hast. Also, ich hab so ein bisschen angefangen. Ach, da hinten sehe ich schon was. Denkweisen zu verrichten, aber. Mehr als momentan denke ich erstmal nicht so möglich. Weil letztens sind die auch hier hochgekommen. Da, hier hochgelaufen. Naja, gut, hier, ja, aber hier kann man eh noch nichts bauen. An der Seite quasi, weißt du, dann da daneben. Ja, deswegen hier, ihr könnt hier rauskommen erstmal und dann hier kannst du noch so einen Timeout-Tunnel machen. Dann kannst du hier einen Timeout-Tunnel machen und wenn die dann doch nicht ganz so links laufen, kannst du hier auch noch 3 Timeout-Tunnel machen oder was auch immer. Keine Ahnung. So hätte ich mir gedacht, weil manche laufen ja nicht so. Du hast ja schon ein bisschen vorbereitet, dann mache ich schon mal da Fallen ran für. Da. Weil, wie gesagt, ich kann es leider nicht aufwerten, mein Stahl ist etwas. Nee, ich mach. So, warte mal, hier hattest du einen drinne, da hattest du einen drinne. Zack. So. Der Gegner könnte von da kommen. Hier könnte man noch einen Timeout-Tunnel machen. So, was haben wir noch? Hier könnte man den Gegner quasi nochmal zurückkicken. Genau. So, da sind sie schon, da fliegen sie schon rein. Da sollen sie nicht reinfliegen. Obwohl, könnte man theoretisch trotzdem noch machen. Zu Not kannst du das hier zumachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann nochmal zurückkicken oder so. Aber ich glaube, die werden nicht lang gelaufen. Oh, mein Metall ist auch gerade alle. Weil ich habe nämlich gesehen, bei letzten Verteidigung, das sind viele hier lang gelaufen dann. Und wollten sich dann hier rüber zu bohren und viele sind dann auch gerade ausgelaufen. Deswegen, also. Wo ist denn das alle Fenster? Und, ja, du hast ein Fenster. Da hinten. Ich hab 4 Fenster. Ah, so, ich hole mir nochmal ganz kurz Metall. Zack. Zack, so, Metall ist da. Pass auf, ich renne mal oben lang. So. Kann ich mal die ganze Decke aufwerten. Weil nur die Folge der Dicke mein Gott liegen. So. Ui, was ist denn da los? Ah, genau, das war die Stelle. Hier waren eigentlich noch 2 Felder mit Gasfallen drüber. Hier an der Seite. Wird bald gar kein Spawnpunkt mehr sein hier. Ah doch, ich denke doch. Welche? Ich denke mal, der wird da immer bleiben. Aber, ja gut, ich abwarten. Nein. Doch. So. Ich denke mal, einige Spawnpunkte verschieben sich ja dann. So, in gewisser Richtung. Geht ja doch relativ schnell. Das hier ist schon fertig. Das auch jetzt. Ja, die Voridee habe ich jetzt gegeben, ob die jetzt. Ja, also ich bin doch schon dabei, beruhige dich. Nee, mir geht's ja bloß, ob es wirklich so ist, wie es ist. Weil letztens, wie schon gesagt, sind die hier hochgelaufen. An diesem Punkt laufen sie hoch. Aha, Meteorit. Meteorit. Und dann sind die eben halt sehr breitfächig gelaufen. Welche hier lang gelaufen, welche da lang gelaufen. So, dann fangen wir schon mal mit Gas. Kommt halt immer drauf an, wo der Spawnpunkt ist, ne? Also. Naja, beruhige dich, Sherlock.
Halt die Klappe. So, dann machen wir weiter mit böse Aua. So, einmal hier, dann werden sie eventuell hier reingekickt. So, dann fliegen sie hier rein, dann kriegen sie hier Aua. Aber du könntest ja nochmal hier, okay, wir hätten das hier versetzen können. Wegen hier was? Quasi nochmal eine Box bauen. Ach, nö, hier, hier unten muss ich ja eh nochmal was Neues hinbauen. Okay, weil jetzt hätte ich ja gesagt, okay, machen wir hier noch zwei Felder draußen, dann kannst du hier auch noch zwei Timelines von Tunnel bauen oder so. Nö, alles gut. Alles gut, denke ich. Okay. So, dann bauen wir die Fallen noch ran, wo noch fehlen. Zack, zack, zack. Da kommt so eine ran. So, dann müssen wir jetzt nochmal gucken, wegen... Wo sollen sie denn langsam laufen? Langsam sollen sie einmal hier vorne laufen, also immer am besten vor diese Wandkatapulte. Ne, damit die Wandkatapulte die Chance haben, da eventuell sogar zweimal auszulösen. So, hier kann Schaden gemacht werden, da kann Schaden und da drinnen wird Schaden gemacht. So, achso, und hier könnte auch nochmal ein Dynamo ran. Zack. So. Dynamo. Oh, ich hab ja die Seite komplett vergessen. Ah. Oh, ja, ich habe komplett übersehen. Unmöglich. Oh, tut mir leid, ja, ich habe noch gar nichts aufgewertet. Oh ja, okay. Dann könnte man aber theoretisch nochmal sagen, man könnte hier auch nochmal einen davor setzen. Da auch nochmal Gasfallen ranklatschen. Mal sehen. So, dann kann ich jetzt nochmal weiter aufwerten. Doch, doch. So, Hölzer, Hölzer, Hölzer und böse, böse, böse. So, zack und zack. Zack und zack. Trick und Track. So, und hier kann Wandpfeile ran, ne? Hast du da gerade was gefunden? So, huhu, du Lump. Selber Lump. Blub, blub, blub. So, und hier mache ich mal provisorisch mal zwei davon ran. Oh ja, die halten sogar, der war ganz knapp daneben. So, da kann man aber später dann nochmal ein bisschen was erweitern, wenn man das möchte. Ne, man könnte ja theoretisch das ganz fix so machen. So, um die erste Welle da ein bisschen zu blockieren schon. So, 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 dann warten wir noch mal ganz kurz ab, bis das fertig geupgradet ist. So, theoretisch könnte man hier auch noch mal eine Falle ranklatschen, dann könnte die sogar hier so rüberschießen. Und nein, wir bauen nicht so viel. Nein! Nein, ich versuche mich ja schon recht dolle zurückzuhalten. Ja, ja, das ist, ja, 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 ja. So, was ist das hier für ein Gebilde? Achso, das war ja das Ding. Alles klar. So. Ich warte jetzt noch ganz kurz, bis die Wand hier fertig ist. Dann kriege ich die auch nochmal fertig. Auf 3. Ja, da hat er locker bestimmt wieder 40.000 Metall reingesteckt, wenn es reicht. Wenn es reicht, ja. Ich spare ja auch mein Metall. Ja, 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 ja. Ein paar Tausender haben wir noch. So, ich denke mal, hier ist fertig. Da geradeaus können wir eh nichts machen. Na, da hinten ist ja auch ein Spawnpunkt. Wie gesagt, hier ist nichts mehr. Also hier könnte man nicht mehr. Also das ist jetzt momentan nicht möglich. Also. So, ich denke mal, das ist so an sich okay. Jo, man könnte also meine. Eventuell noch sagen, hier könnte man noch zwei Fallen davor setzen. Aber ja, gut. So. Dann könnte man hier, wenn die jetzt hier hochlaufen, könnte man eventuell. Ja, gut, hier landet eh immer ein Komet, ne? Das ist halt. Aber, au, man kriegt auch einen Haufen Schaden dadurch, ja? Durch diese Lava. Lava, Lava, Lava. Lava, nee, nicht Lava, 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 sondern Lava, Lava, Lava. Lava, Lava, Lava. Ich bin ja gleich tot. Aufpassen. So, warte mal, hier könnte man auch nochmal Wandpfeile ranklatschen.
Und da, na gut, hier kommt eh keiner lang. Zack, zack. Und hier könnte man nochmal einen Dynamo ranklatschen. Von beiden Seiten und so. Dynamo. Oh. So, ich glaube, ich bin soweit fertig. Scharocke. Aua, ich habe einen Kometen gerade auf den Kneisee gekriegt. Hier geht's noch weiter. Wir sind noch gar nicht fertig. Warum denn nicht? Ach Quatsch, hier geht's noch weiter. Das hier ist. Das ist fertig, das Thema. Da wo du gerade stehst, genau, da könnte man quasi von hinten was ranbauen, aber der Spawnpunkt ist extrem weit. Na, das ist jetzt so umsonst, Scharocke. Das darf ich dir verraten, weil hier ist genau der Spawnpunkt drauf. Achso. Ja, der geht, ich habe das beobachtet beim letzten Mal, der geht leider echt bis hier hinten. Das heißt, du kannst hier echt von hinten auch nichts Großartiges ranbauen. Also. Und dann hatte ich überlegt, ob man hier auf diesen Felsen quasi. Ja, dann lass es kaputt gehen und dann. Ja, das wird kaputt gehen, leider. Ich wollte eigentlich versuchen, dass sie nicht mehr hier hinterlaufen, dass sie ein bisschen so abfangen, dass sie dann hier so rüber getrieben werden. Weiß ich meine? Ja, nee, hier, das hier wird kaputt gehen. Guck mal hier, da fängt es ja schon an. Ja, ist doch gut so, das ist wenigstens weg. So, aber guck mal, das an der Wand bleibt doch hier. Das ja, an der Wand kannst du ja gut, aber hier wird ja der Spawnpunkt nicht. Der Spawnpunkt wird die Wand, glaube ich, einreißen. Also, können wir ja abwarten beim nächsten Mal, wie es da aussieht. Okay. Na? Judy, Scharocke, wir sind doch schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Doch so kurz. Ja. Ich würde sagen, ich glaube, verteidigungstechnisch sind wir soweit erstmal durch. Sagst du? Ich glaube ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, was das ja für eine riesengroße Fläche eingebaut hat. Das habe ich ja erst gemacht. Ich sag ja, ne? Ich sag ja, da baut nicht mehr im großen Stil. Nein. Absolut nicht mehr, ja. Aber es sieht doch gut aus. Es hat doch was. Ja, klar. Aber wir würden sogar noch 1000 Ideen einfallen, aber nein. das wird doch noch passieren. Hier wird das Limit ausgehen. Ja, die 1500, die ich noch frei habe, die werde ich auch noch verbauen, glaube ich. Da wird doch einiges wieder abgerissen werden, weil es sowieso keiner mehr benutzt. Das wird auch noch passieren müssen, weil dann hinten ist das sowieso fällt. Ja. Und so weiter du halt von der Verteidigung kommst, umso mehr wird dann irgendwann sogar über sein. Ja. Deswegen, also man wie muss zum Beispiel schon, dieser Panzertunnel. Ja, das ist dieser komische Mistbuckel da, ja. Juhu, schreit er. Aber man kommt von dem Panzer aus sehr gut hier hoch. Das passt schon. Schreit sie. Aber ich werde das hier noch aufwerten, weil ich kann hier nichts unaufgewertet hier liegen lassen, das geht nicht. Ah, ne, dann ich sag mal nichts jetzt. Nicht unaufgewertetes liegen. Also hier gibt's nämlich ein paar Stellen. Ja. Die sind nicht aufgewertet. Was? Nee, das kann auch nicht sein. Naja. Ich rede nicht von meinen. Was soll ich? Ich rede von den Stellen, die gehören. Wo denn? Nee, das hat sich gerade erledigt. Da ist gerade der Meteorit eingeschlagen. Hat es gerade wieder entfernt. Okay, ich hab's gerade gesehen. Gut. Nämlich hier war nämlich noch ein paar Gebilde, aber der hat gerade Meteorit mitgenommen. Ja, da war ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich die überhaupt aufwerte. Und hier unter ist dasselbe, da ist auch noch nicht aufgewertet. Weil ich denke mal, da wird es auch wieder kaputt gehen. Ist okay, aber ich vermute mal, der Meteorit könnte immer noch dann, wenn du in der Nähe bist. Ja, habe ich auch irgendwie das Gefühl. Schlägt er irgendwie nämlich nicht dort ein. Das ist immer nur, wenn du in der Nähe bist. Achso, nur denn. Dann bin ich schuld. Also wir, Spieler. Ja. Juti, Scharocke, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Wir ziehen natürlich wieder heraus. Ne, du mal Schluss machen hier. Kann doch raus sein hier. So, denn haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mit I.